So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin hier auf dem Handy unterwegs, beziehungsweise das seht ihr hier eher an diesem komischen, komischen Kamera, dass die hier halt so schön rund ist. Ich bin hier auf dem Handy unterwegs mit Warlord Strike. Es ist ein MOBA-ähnliches, es ist auf jeden Fall kein MOBA-Spiel, also kein reines MOBA-Spiel, aber ein MOBA-ähnliches Spiel. Und wir probieren das hier einfach mal aus. Es ist gerade eine Closed Beta, ich habe einen Key vom Entwickler bekommen. Will das hier mal ausprobieren, wie sich das hier spielt und mal gucken, wie viel Spaßpotenzial bzw. wie viel Potenzial allgemein in diesem Spiel steckt. So, wir gehen mal kurz hier auf Sounds natürlich und drehen mal hier komplett runter, weil ich habe hier schon eine Testaufnahme gemacht und es ist wirklich furchtbar laut. Also das heißt, ihr müsst mich halt schon ein bisschen hören können. So, wir können hier mal kurz auf das Menü angucken. Ihr seht halt, es sind manchmal hier neue Helden, also freie Helden jede Woche halt, wie beim normalen MOBA. Dann habt ihr hier Top-Charaktere, neuer Charakter, der hier vorgestellt wird und links unten halt die Basics bzw. die Team-Selection. Das Tutorial würde ich jetzt direkt überspringen, also ich würde euch ein bisschen was vom Gameplay wirklich zeigen. Und wir gucken jetzt einfach nur kurz die Helden an. Gibt es halt hier, wie gesagt, Free Helden. Durch jedes Spiel gewinnt ihr halt bestimmte Punkte, also BP heißen die, also vielleicht Battle Points oder wie auch immer die genannt werden. Die seht ihr dann rechts oben an der Anzeige und mit Gold könnt ihr halt, wie ihr hier seht, auch die Helden mit Gold kaufen. Also ganz normal wie bei fast jedem zweiten MOBA, also bei League of Legends, bei Smite, bei so ziemlich jedem MOBA. Das heißt, entweder mit der Ingame-Währung, mit diesen Battle Points, also 4000 müsst ihr hier bezahlen oder 500 Gold müsste ich hier bezahlen, was dann natürlich dann echt Geld kostet. Was ich hier ganz interessant finde, ist dieser Skill Tree, also der ist halt wirklich nicht MOBA-ähnlich, sondern eher MMO-ähnlich. Es ist halt, der ist wirklich sehr, sehr groß, wie ihr hier seht. Und ihr müsst halt hier jedes Mal Punkte reinstecken, das heißt, ihr braucht hier, wenn ich hier draufklicke oder hier, ihr müsst halt jedes Mal diese Punkte ausgeben, die ihr auch, aber auch braucht, um Helden zu kaufen. Finde ich nicht unbedingt schade, finde ich auf jeden Fall cool, denn man muss halt auf jeden Fall grinden und bekommt hier nichts gratis. Und natürlich, was es cool ist, ihr könnt das nicht mit diesem Gold kaufen. Das heißt, es ist nicht, also bis jetzt sehe ich halt hier keine Punkte in diesem Spiel, die das Pay to Win irgendwie machen, sondern es ist wirklich Grind to Win. Und was halt, das ist halt das normale Prinzip, was es auch sein sollte. Hier gibt es hier halt noch Friend Bonus, also hier Invite Friend Bonus und alles mögliche, aber das interessiert uns erstmal nicht. Wir gehen hier direkt auf Play, dann können wir hier die Einheiten einstellen, das heißt, wie viele Helden wir gleichzeitig steuern. Hier ist es halt so, dass ihr keine Minions habt, ihr habt nur gegnerische Champions und gegen die kämpft ihr, indem ihr halt, so wie ich das bis jetzt verstanden habe zumindest, solche Orbs sammelt. Und je mehr Orbs ihr habt, desto stärker seid ihr. Aber das finden wir jetzt einfach mal raus. Ich habe zwar eigentlich nicht das Tutorial spielen wollen, aber da ich euch nicht Blödsinn erzählen will, fangen wir das doch einfach mal an. Drücken hier mal drauf und gucken, was die uns hier Schönes erzählen. Ja, es ist auf jeden Fall für mich sehr ungewohnt hier, die Kamera still zu halten, weil ich habe ja kein Stativ oder so ein Mist. Müsste ich mir vielleicht mal zulegen, wenn ich hier öfters hier Mobile Games auf mein Handy aufnehme. So, jetzt müssten wir halt mit dem Doppelklick, wie es hier steht, drei Helden auswählen. Ich wähle mal einfach mal die hier aus. Control Free Heroes for the Tutorial Regular Games vary from 2 to 5. Das heißt, was ich vorhin gemeint habe, ihr kontrolliert halt von 2 bis 5 Helden. So, mein Team ist komplett. Wir machen direkt Battle. Und wie ihr seht, haben wir jetzt ein kurzes Standbild gehabt und es ist halt wirklich ein bisschen laggy, muss ich sagen. Also, es liegt definitiv nicht an meinem Handy oder meinem WLAN. Ich spiele mit meinem OnePlus X und das hat halt 3 GB RAM und halt auch nicht einen Prozessor. Das heißt, es ist wirklich genügend da. So, alles klar. Wir können hier natürlich die Helden übrigens mit 2 Fingern auswählen. Das weiß ich schon. Das heißt, ein Finger macht ihr drauf, dann den zweiten. Dann erscheint dieser Auswählviereck, sage ich mal. Und dann könnt ihr das halt mit den 2 Fingern verschieben, so wie ihr wollt. Wählt hier die 3 Helden aus und drückt hier einfach drauf. Und dann bewegen sich alle 3 Helden drauf zu und links, links unten, what the fuck, in der Mitte seht ihr halt, dass jeder halt 3 Fähigkeiten hat und natürlich insgesamt 9 Fähigkeiten, da wir 3 Held haben. So, Press and Hold können wir hier auf jeden Fall noch die Stats und sowas angucken, das heißt,
wir können die ganzen Fähigkeiten angucken, aber das interessiert uns erstmal recht wenig. So, jetzt kommt nämlich diese Orbs, die ich gemeint habe. Orbs materialize during battle. Orbs are shown on the minimap as yellow circles. The green dots are your units. Aha, okay. Gut, das ist jetzt. Orbs erscheinen während des Kampfes. Super. Und was bringen die? Gut, Orbs upgrade your heroes. An Orb has materialized marked by spinning circle. Tap the Orb, your hero will move to claim it. Okay, alles klar. Das heißt, ein Orb verstärkt letztendlich meinen Helden, so wie ich es aber eigentlich auch schon vermutet habe. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, ja, mit einem der Helden, ich denke mal, ich nehme das jetzt einfach mal, das hier, weil das so ein fetter Tank ist, werde ich versuchen, den so. Tap the circle, move your hero and home and collect orb. Achso, okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal nach Hause gehen. Das heißt, wenn wir einen Orb eingesammelt haben, seht ihr, der Held, der den Orb hat, ist halt mega langsam. Das heißt, er ist wirklich, also er bewegt sich halt sehr langsam. Ist halt auch, wie gesagt, dafür da, dass die Gegner euch halt kriegen können. So, und jetzt muss ich halt den hier anklicken und da drauf gehen. Und jetzt, super. Ah, okay, wir müssen nicht komplett da drauf. Item Stash, Open Stash. Okay, das heißt, dieser Orb hat jetzt ein Item, also einen Gegenstand in meiner Bank. Ja, sagen wir es mal so, erstellt. Wir gehen hier mal drauf. Und wir gucken hier, der hat auf jeden Fall die Stats erhöht. Das heißt, wir haben hier ein Movement Speed von 10% und können natürlich hier einen Helden auswählen und den equippen. Das heißt, ja, Tank würde ich auch mal sagen, einfach mal equip. Und obwohl, eigentlich könnte man auch. Okay, ich glaube, das geht gar nicht mehr zurück, oder? Choose a hero and press equip. Gut, okay. Dann haben wir das hier gemacht. Dann wählen wir jetzt wieder unsere drei Helden aus. Time to fight an enemy. So now we move heroes to find them. Tap on an enemy to attack. Alles klar. Gut. Jetzt suchen wir sozusagen Gegner auf dem Feld und battlen natürlich gegen den. Es ist hier nur ein AI-Gegner, aber es wird halt auch später PvP geben. So, wir aktivieren hier diesen Blitz, dann aktivieren wir Schild, dann hier das Trampeln oder wie auch immer das heißt. Und nochmal hier mit dem Trampel dieses durchbringen. So, nochmal vielleicht den Blitz und alles klar. So, dead enemies are shown here to win, you must kill all the enemy heroes. So, alles klar, einer ist erhitten, wenn er fahrt von den Heroes Movement. Okay, natürlich sind die Einheiten halt nicht sichtbar, wenn die halt in diesem, ja, in League of Legends heißt es Fog of War, also wenn die da stehen, wo halt der Schatten ist. Ihr seht ja, es ist ja so schön umkreist. So, wir versuchen hier mal die ganzen Fähigkeiten. Okay, wir gucken mal, was das für eine Fähigkeit ist. Das macht hier so einen fetten Strahl. Okay. Das heißt, letztendlich basiert das Spiel darauf, dass ihr diese Orbs einsammelt, halt auch nur dafür gemacht, dass ihr. Aha, beziehungsweise habe ich den schon getroffen. Ja, gut, wir haben jetzt den getötet. Alles klar. Gut, gut, gut. So einfach geht's. Natürlich ist das jetzt nur ein AI-Gegner gewesen, war jetzt nichts Besonderes. Und es ist halt, wie gesagt, eine Closed Beta. Das heißt, das Spiel wird sich noch entwickeln. Bis jetzt finde ich es eigentlich ganz witzig. Also, ihr sagt, es ist halt. Ganz einfach, ihr müsst halt Obst einsammeln, um eure Helden zu stärken, könnt natürlich die ganze Zeit hin und her rennen und natürlich sieht der Gegner auch, wo die Orbs sind, das heißt, ihr werdet euch dann um diesen Orb battlen und wenn ihr halt einen kleinen Vorteil habt, dann hoffe ich mal, dass es dann so sein wird, dass diese Orbs euch nicht zu viel Stärke geben, das heißt, dieser 10% Movement Speed Buff ist auf jeden Fall nice, da kann man zum Beispiel den Heiler oder so an eine andere Stelle platzieren und ja, und den Tank halt nach vorne und das heißt diesen Movement Speed Buff vielleicht dann doch nicht den Tank geben, sondern lieber dem Heiler und dann auf jeden Fall ist das ein witziger Fight und ihr müsst dann natürlich wissen, welche Fähigkeit ihr wohin macht. Es ist am Anfang, wird am Anfang auf jeden Fall ein bisschen kompliziert sein, aber das Spielprinzip ist auf jeden Fall ganz cool. Es ist halt eine PvP-Arena, sage ich jetzt mal, im MOBA-mäßigen Style. Bis jetzt finde ich es ganz in Ordnung und ihr könnt euch das Spiel natürlich auch gratis runterladen, soweit ich weiß, im Store, das heißt am 18., also 2 oder 3 Tage, je nachdem wann ich das Video hochlade, könnt ihr euch das schon runterladen im Play Store und für iOS weiß ich jetzt nicht, doch für iOS gibt es das auch und probiert das einfach mal aus. Ich finde das eigentlich ganz cool, würde mich natürlich auch freuen, wenn ich mal wieder PvP das spiele und nicht nur PvE. Und ja, mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Bis jetzt finde ich es ganz cool und die müssten eigentlich nur bis jetzt halt diesen Movement, also es sieht noch ein bisschen so laggy aus, sage ich jetzt mal, also es ist sich ein bisschen so aufhängt, müssten die halt vielleicht noch ein bisschen verbessern,
Aber sonst ist das Spielprinzip sehr nice und mir gefällt's. So, das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in einem Mobile Game oder einem Mobile Game. Bis dahin reingehauen und viel Spaß beim Zocken.